Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum ersten Wochendurchblick im neuen Jahr. Am 13. Januar begann unsere Winterklausur hier im Maximilianeum. Sie war sehr erfolgreich, doch erstmals konnten wir nicht raus in die Fläche Bayerns. Wo wir sonst dezentral, mal in Würzburg, Nürnberg, Regensburg oder Passau, Bamberg oder Garmisch-Partenkirchen tagten, das Coronavirus hat es so gewollt. Und doch hat kaum etwas in mir so viel Hoffnung ausgelöst wie dieser 13. Januar 2021. Der ist nämlich der Tag, ab dem die 7-Tages-Inzidenz in Deutschland zu sinken begann. Der Tag, ab dem die Neuinfektionen stetig zurückgingen. Der Tag, ab dem der schmerzhafte Lockdown endlich wirkte. Und plötzlich traute ich mich wieder, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Mehr noch, ich versuchte mir vorzustellen, was mit etwas Glück vielleicht schon bald wieder möglich sein könnte. Zum Beispiel, dass ich meine Mitmenschen persönlich zur Bürgersprechstunde in meinem Oberammergauer Abgeordnetenbüro empfangen kann. Dass die Geschäfte in meinem Heimatort und darüber hinaus in ganz Bayern wieder öffnen. Oder dass Techniker die sterilen Acryl-Trennwände in unseren Plätzen im Plenarsaal abmontieren und ich endlich mal wieder einen richtigen Zwischenruf wagen kann. Ja, ich gebe zu, dass ich mich vor meinem geistigen Auge auch bei meinem Friseur wieder gesehen habe, denn seit Beginn der Pandemie wissen wir alle, wie wertvoll dieses Handwerk ist. Leisten wir also weiterhin unseren Beitrag, halten wir uns an Abstandsgebot und Hygieneregeln, schützen wir das kleine Pflänzchen, das am 13. Januar 2021 zu sprießen begann. Übrigens habe ich meinen Fraktionskollegen gebeten, einmal selbst vor die Kamera zu treten und zu bekennen, worauf sie sich freuen, wenn wir Corona besiegt haben. Was dabei herausgekommen ist, seht ihr demnächst auf den Social-Media-Kanälen der Freien Wähler Landtagsfraktion. Ich wünsche euch ein frohes und gutes und vor allem glückliches Jahr 2021 mit viel Zuversicht und Zusammenhalt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.